Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld bei Transparenz TV. Seit einiger Zeit nehmen die Ost-West-Spannungen wieder zu. Auch das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland hat sich in der letzten Zeit stark verschlechtert. In der heutigen Sendung wird es um eine Städtepartnerschaft gehen zwischen Köln und Wolgograd, dem früheren Stalingrad, und die Frage, was können Städtepartnerschaften auf lokaler Ebene zum Verständnis füreinander und damit letztendlich auch zum Frieden auf der lokalen, vielleicht sogar darüber geordneten Ebene beitragen. Und ich freue mich sehr, dass mein Studiogast aus Köln heute Eva Arras ist. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Köln und Wolgograd, zwei Städte, die einiges gemeinsam haben. Etwa 1 Million Einwohner. Wolgograd ist 80 Kilometer lang, eines der längsten Stadtgebilde der Welt. Beide liegen an einem großen Fluss, Köln am Rhein, Wolgograd an der Wolga, die südlich von Moskau entspringt. Und beide haben im Zweiten Weltkrieg schwer gelitten. Sie waren Lehrerin für Geschichte und Russisch in Köln und sind seit 5 Jahren, haben Sie mir erzählt, ehrenamtlich Vorsitzende des Fördervereins zur Städtepartnerschaft Köln-Wolgograd. Wie sind durch Ihr Elternhaus die Prägungen gewesen, dass Sie zu dieser Tätigkeit und zu diesem Ehrenamt heute gekommen sind? Ja, meine Mutter ist Russin gewesen und sie ist während des Krieges, sie kommt aus dem ehemaligen Leningrad und hat den ersten Blockadewinter in Leningrad erlebt und ihre Familie ist evakuiert worden in den Kaukasus. Und da es in der Familie viele unter Stalin gelitten haben, hatten sie die irrwitzige Vorstellung, dass Hitler sie von Stalin befreien würde. Und sie hat mit ihrer Mutter im Kaukasus auf die deutsche Armee gewartet und ist während des Krieges eingedeutscht worden. Und so ist sie dann auch im Krieg nach Köln gekommen. Ja. Schauen wir uns mal die erste Folie an. Köln, Wolgograd, 3307 Kilometer Luftlinie. Ich habe die beiden Städtenamen nochmal hervorgehoben. Wolgograd fast ja an Kasachstan, nicht weit. Ein Jahr vor dem Fall der Berliner Mauer begann die offizielle Städtepartnerschaft und ich rufe mal die zweite Folie auf. Städtepartnerschaft Köln-Wolgograd. Wir bringen Menschen zusammen. Wie kam es dazu in Köln und wer hat die Initiative dazu ergriffen? Also es wurde immer erzählt, es gab einen SPD-Parteitag in Nürnberg 1986 und dort war der damalige Wolgograder Oberbürgermeister Juri Staravatych irgendwie zu Gast eingeladen, so Willy Brandt-Zeit war das noch, ne? Und dort hat sich dann der Kölner Oberbürgermeister und der Wolgograder, die haben sich kennengelernt. Und es war ja so eine Zeit des Aufbruchs und der Glasnost und Perestroika und dass sich der Kalte Krieg so langsam in den Hintergrund geht. Und die hatten überlegt, sie möchten gerne eine Städtepartnerschaft einrichten, gerade weil, wie sie erzählten, beide Städte eben so stark im Krieg gelitten haben. Ein Jahr später kam es dann zur Gründung des Fördervereins. Mhm. Wann sind Sie selbst dazu gestoßen? Ich bin kurz nach der Gründung, nach 3, 4 Monate, glaube ich, nach der Gründung, bin ich dazu gestoßen, ja. Und Sie haben im Vorgespräch erzählt, Sie haben Russisch gelernt, sind Russischlehrerin an einer Kölner Schule gewesen, auch eine ungewöhnliche Laufbahn, wahrscheinlich geprägt durch Ihre Mutter. Wurde bei Ihnen im Elternhaus noch Russisch auch gesprochen? Eigentlich, also in den 50er Jahren so nicht, ne? Da hat sie eher, meine Mutter hat eher so ihre Herkunft da eher versteckt. Aber dann später, als sie dann auch arbeiten musste und ich dann es russische Freunde, Bekannte gab, da ist mir das Interesse geweckt worden und dann habe ich das auch gerne studiert. Ich wollte vielleicht noch gerne auch zu unserem Städtepartnerschaftsvereinsgründung zu sprechen kommen. Ja. Das ist ein Jahr später gewesen und da war vielleicht noch, dass ich das, der Versöhnungsgedanke ist ein sehr wichtiger gewesen, dass man also neben der Städtepartnerschaft auch einen Verein hat, der sich darum kümmert.
Und dann hat man evangelische Pfarrer, dann, das waren dann der längste, eben die ersten beiden Vorsitzenden waren evangelische Pfarrer, die das, diesen Gedanken aufgegriffen haben. Und gerade in den 90er Jahren war es ja sehr schwierig, war ja eine Umbruchszeit in, das, in dem Russland und den Leuten ging es sehr schlecht. Und dann wurden von Köln aus gab es auch so Hilfstransporte, ne? Und Köln hilft Wolgograd, Hilfs- und Spendentransporte haben da stattgefunden. Das wollte ich noch zum Beginn unseres Vereins erzählen. Ganz wichtig, weil eine Städtepartnerschaft ist nur so lebendig, wie Menschen da sind, die das auch mit Leben füllen. Es gibt einen Film von Jürgen Schumann aus dem Jahre 2010, der aber immer noch aktuell ist. Ein ehemaliger Redakteur beim Deutschlandfunk, er war auch im Stadtrat von Köln und er war mit einer der ersten, der mit dem damaligen Oberbürgermeister von Köln nach Wolgograd gefahren ist und hat dann auch später, ist aktives Mitglied ihres Vereins, an Reisen teilgenommen. Und ich bitte die Regie, uns einzuspielen, Köln hat Freunde in Wolgograd, ein Film, der als DVD auch noch heute erhältlich ist. Die Mutter Heimat in Wolgograd und der Dom in Köln, prägnante Wahrzeichen zweier Städte. Nie wieder Zerstörung warnt die Mutter Heimat jeden Angreifer. Den Zerstörungen des Krieges zu trotzen, ist die Botschaft der Kathedrale am Rhein. Auch Wolgograd war, noch mehr als Köln im Zweiten Weltkrieg, völlig verwüstet. Ist inzwischen aber wieder voller Leben, nach fast 70 Jahren mehr denn je. Seit 1988 Partnerstadt von Köln. 1989 wurde der Städtepartnerschaftsverein Köln-Wolgograd gegründet, von dem derzeit eine Delegation hier zu Besuch weilt. Ludmila Koschlakova, die Vorsitzende des Köln-Vereins in Wolgograd, macht die Gäste vom Rhein bei einem ersten Stadtrundgang mit den Besonderheiten von Wolgograd bekannt. Dazu gehört der 26 Meter hohe Obelisk auf dem Platz der gefallenen Kämpfer, Erinnerung an die Ereignisse um die Oktoberrevolution 1917 und an den Bürgerkrieg in Zarizin, wie Wolgograd damals hieß. Bestattet sind hier die sterblichen Überreste der bei den Kämpfen ums Leben gekommenen Rotgardisten, aber auch die von sowjetischen Soldaten in der Schlacht von Stalingrad. Wie viele andere Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Russland gibt es eigentlich in Deutschland? Es gibt so ungefähr 95 und es gibt immer noch weiter Bestrebungen, doch auch wieder neu von beiden Seiten, doch, dass noch neue Städtepartnerschaften entstehen. Also es, ja. Gibt es auch so etwas wie ein Dachverband, dass sich die irgendwo mal gemeinsam treffen? Ja, das ist ein ganz wichtiges Gremium. Das nennt sich, das ist der Bundesverband Deutscher West-Ost-Gesellschaften. Das ist im Grunde so eine Art, ja, unser Dachverband und das ist so eine ganz wichtige Funktion hat er, die Information zu vernetzen und auch, dass ein Informationsaustausch stattfindet. Was darüber hinaus zum Beispiel gibt es auch alle zwei Jahre eine deutsch-russische Städtepartnerkonferenz. Die wird vom Auswärtigen Amt, Deutsch-Russischem Forum und dem BDWO zusammen, die berufen diese Städtepartnerkonferenz ein. Die ist ganz wichtig, dass man sich wirklich alle zwei Jahre einmal in Deutschland und dann wieder in Russland trifft. Und jetzt ist Ende Juni in Kaluga in Russland, soll die nächste Städtepartnerkonferenz stattfinden. Ich glaube, eine der letzten hat auch in Jülich stattgefunden. Düren. In Düren ja. Bei Jülich. Gab es da von offizieller Politik auch Begrüßungsworte? Ja, Armin Laschet hat die Eröffnungsrede gehalten und wurde alles sehr positiv aufgenommen. Und das war eine ganz sehr interessante Konferenz. Ich glaube, 900, also eine ziemlich große Dimension, 900 Besucher, Gäste waren auf dieser Konferenz. Aus wie vielen Städtepartnerschaften etwa? Es waren 60 Städtepartnerschaften, die daran teilgenommen haben. In diesem Film von Jürgen Schumann gibt es auch eine ganz interessante Szene, mehrere Szenen der Begrüßung. Und ich bitte die Regie,
einmal uns einzuspielen, wie die Gäste aus Deutschland in Wolgograd begrüßt wurden. Damals hieß Ihr Vorgänger ja noch Werner Völker, der bis 2016 der Vorsitzende des Vereins der Städtepartnerschaft war. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Die Festveranstaltung zur Städtepartnerschaft findet im Haus des Architekten statt. Schon auf der Freitreppe werden die Gäste aus Deutschland von ihren Wolgograder Freunden willkommen geheißen. Eine Begrüßung der besonderen Art. Einen solchen herzlichen Empfang haben wir, glaube ich, noch nirgendwo sonst auf der Welt erlebt. Wir haben das ganz hervorragend gemacht, wir sind beeindruckt. Und wir freuen uns, hier zu sein. Sagt Werner Völker, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Wolgograd e.V. Wie der offizielle Name des Partnerschaftsvereins lautet, bei der Begrüßung mit Brot, Salz und Wodka. Neben dem Fernsehen haben sich auch zahlreiche Wolgograder zur Jubiläumsveranstaltung eingefunden. Und natürlich die Besucher aus Köln. Wie viele Mitglieder hat Ihr Verein und wie finanzieren Sie Ihre Arbeit? Wir sind, haben eigentlich 100 Mitglieder. Immer, es sterben immer mal wieder welche, aber es gibt auch immer wieder, in den letzten Jahren sind auch neue Mitglieder dazugekommen. Ja, wir finanzieren uns über Mitgliederbeiträge. Dann gibt es auch, man kann Förderanträge stellen bei der Stadt. Es gibt auch bei einer Stiftung können wir Förderanträge stellen. Also es ist eigentlich, ist das ganz gut möglich, die Finanzierung. Das heißt, es gibt eine enge Verquickung auch zwischen der Stadt Köln, offiziellen und Ihrem Verein. Ja. Und Sie unterstützen sich gegenseitig bei diesem Anliegen. Ja. Ja, also wir haben sehr gute Verbindungen mit der Stadt Köln. Es gibt also eben, wie ich gesagt hatte, über die Förderanträge. Man kann pro Projekt im Jahr 1500 Euro Förderanträge jeweils pro Projekt stellen. Dann gibt es auch einen Verwaltungskostenzuschlag, 1500 Euro pro Jahr. Aber man muss sagen, Köln hat ja viele ist die Stadt mit den meisten Städtepartnerschaftsvereinen. Insgesamt, glaube ich, sind es 23. Und die Stadt ist da aber auch sehr offen und kümmert sich wirklich ganz gut um diese Städtepartnerschaften. Zum Beispiel, es gibt es immer so diesen Ehrenamtstag einmal im Jahr, wo sich alle möglichen Initiativen, Vereine vorstellen können. Und da haben wir ein Fest, wir kriegen so Stände von der Stadt gestellt und können dort dann unsere Arbeit vorstellen und alle Leute, die interessiert sind, darüber informieren. Das ist so eine ganz gute Geschichte. Und dann gibt es noch eine andere Organisation außer der Stadt. Das sind also verschiedene Bürger der Stadt, die setzen sich ein für Städtepartnerschaften und möchten die in der Zivilgesellschaft bekannt machen. Das nennt sich Cologne Alliance. Und die machen auch ganz viel, unterstützen die Städtepartnerschaften, damit sie in ihrer Arbeit weiterkommen und auch genügend Mitglieder finden. Weil ja im Moment, sage ich mal, die jüngere Generation ja nicht mehr ganz so bereit ist, irgendwie in Vereinen mitzuwirken. Und die haben dann verschiedene Sachen, die sie uns, also die haben zum Beispiel, haben sie eine Broschüre, eine Marco Polo Broschüre erstellt, wo alle Städtepartnerschaften vorgestellt werden, genauer. Dann ein Memory-Spiel mit allen Städtepartnerschaften, eine Broschüre über die verschiedenen Projekte. Also das ist schon eine ganz gute und wichtige Einrichtung. Sie sagt mir, Indianapolis in USA ist eine Städtepartnerschaft. Ja. Und auch in Israel Tel Aviv, in Palästina Bethlehem. Ja. Dadurch wäre ja eigentlich Köln prädestiniert, vielleicht auch mal diese sozusagen USA, Russland oder Palästina, Israel zusammenzuführen. Hat es solche Begegnungen über Dreieverbindungen auch schon mal gegeben?
So direkt nicht. Es wird immer nur erzählt, bei der Gründung, also auch mit Indianapolis, das war diese Vertragsunterzeichnung, die mussten damals getrennt laufen. Und im Moment ist das nicht so der Fall. Von Bethlehem, Tel Aviv, Israel-Palästina weiß ich, dass das ganz schwierig ist, wegen der angespannten Situation. Und ja. Im Jahre 1999 wurde in Wolgograd ein Köln-Verein gegründet. Könnte man den so als Gegenstück zu Ihrem Förderverein bezeichnen? Und haben Sie bei der Vorbereitung von gegenseitigen Delegationen Austausch mit diesem Verein? Ist das Ihr natürlicher Ansprechpartner in Wolgograd? Ja, unbedingt. Das sind eigentlich so aktive Wolgograder Bürgerinnen, hauptsächlich Frauen, hauptsächlich an Deutschland Interessierte, zum Teil ehemalige Deutschlehrerinnen. Und die machen das auch so wie wir ehrenamtlich. Und das ist in Russland ziemlich ungewöhnlich, so ehrenamtlich zu arbeiten. Und mit denen haben wir früher auch verschiedene Projekte gemacht. Das hat ein bisschen nachgelassen. Aber sie organisieren immer unsere Aufenthalte dort. Und sie haben auch ein regelmäßiges Leben untereinander, informieren sich über das, was in Deutschland gerade passiert. Dichter werden vorgestellt oder an Feste wird erinnert, Filme geschaut. Ja. Reges Vereinsleben. Beide Vereine und beide Städte. Köln und Wolgograd verbindet ja eine sehr lange Geschichte und auch zum Teil eine schmerzhafte Geschichte. Und im Film von Jürgen Schumann, da hat mich sehr beeindruckt, dieser Abschnitt auch. Ja, Köln, Wolgograd, und den schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Der Mamaje-Vögel. Auf der Spitze, sie war die Höhe 102 und erbittert umkämpft zwischen den sowjetischen und deutschen Truppen die Mutter Heimat. Eine riesige Frauengestalt, die mit erhobenem Schwert zum Kampf ruft. Wir gehen über zahlreiche Treppenstufen vorbei an Skulpturen und in Mauern geschlagenen Bildern, die das Drama der Schlacht von Stalingrad erzählen. In der Ruhmeshalle ist die Musik eines deutschen Komponisten zu hören. Robert Schumann. Die Träumerei. In der Mitte der Halle brennt das ewige Feuer. Kommen wir zu den konkreten Aktivitäten Ihres Vereins. Der Förderverein unterstützt in Wolgograd Seniorenclubs. Er unterstützt auch inklusiven Unterricht. Wie begann das? Wie sah und sieht diese Arbeit aus? Ja, es gab zwei Besuche nach Köln von Wolgograd aus, wo die Verwaltung, von der Wolgograder Verwaltung, eine Schulleiterin und drei Lehrerinnen einer Schule, die mit Inklusion begonnen hat, Köln besucht hat, und ihnen wurden verschiedene inklusive Einrichtungen in Köln vorgestellt. Eine Grundschule, eine Gesamtschule, eine Wohngemeinschaft mit Behinderten. Es gab auch Rückbesuche in Wolgograd, aber im Moment stockt der Kontakt etwas. Wie oft waren Sie selbst schon in Wolgograd? Ich glaube so 10-12 Mal. Das ist doch wirklich eine regelmäßige Verbindung inzwischen für Sie entstanden. Ja. Schauen wir uns das nochmal genauer im Bild an. Sie haben mir zunächst mal gezeigt, wer ist hier auf diesem Bild zu sehen? Ja, in der Mitte, das ist eben Juri Staravatych, von dem ich vorhin schon erzählt hatte, der damalige Oberbürgermeister von Wolgograd, der die Städtepartnerschaft 1988 mit dem Kölner Oberbürgermeister gegründet hat. Er ist mittlerweile über 80 und immer noch sehr aktiv. Also wenn wir kommen, werden wir immer von ihm auch groß begrüßt. Er ist irgendwie Vorsitzender einer der Wolgograder Abteilung der russischen Friedensstiftung, und ja, er engagiert sich da immer noch. Und daneben ist Ludmila Koschlakova, das ist die Vorsitzende des Kölnvereins in Wolgograd. Und das ist eben, wenn wir dort ankommen mit der Gruppe, dann werden wir dort auch erstmal mal feierlich begrüßt. Und links sind Sie selbst zu sehen? Ja. Sie so, die beiden Vereinsvorsitzenden sozusagen mit dem früheren Bürgermeister, der das Ganze mit zum Laufen gebracht hat. Das nächste Bild, willkommen liebe Gäste, Wolgograd Köln, was zeigt uns das?
Ja, das ist die Begrüßung eben in der Schule, in der wir auch, die mit der Inklusion begonnen hat, die haben wir dann auch besucht und da wird, ja, irgendwie, also man muss sagen, wenn man von Deutschland dorthin kommt und zu Besuch, man wird immer überschwänglich begrüßt und wird willkommen geheißen und alle sagen, bitte kommt, bitte, also die freuen sich unglaublich und wollen gerne Freundschaft mit uns haben. Mhm. Ich habe in dem einen Film auch gesehen, dass einer der Offiziellen der Stadt sagte, wir sind nicht nur eine Städtepartnerschaft, wir sind Brüder. Wir fühlen uns Köln nach so vielen Begegnungen und Reisen so nah, dass sich das anfühlt, wenn ihr kommt, wie Geschwister. Mhm. Fand ich eine tolle Aussage. Mhm. Das nächste Bild, ein Frauenbild. Ja. Mit Ihnen rechts? Ja, das sind eben die Lehrerinnen der Schule, ne, die mit der Inklusion begonnen hat. In der Mitte oben ist das die Direktorin. Genau, und dort haben wir dann wir treffen uns auch halt immer privat. Ne, so, das ist halt auch immer ganz wichtig, so auch bei den Begegnungsreisen, dass man dann auch neben dem Offiziellen auch irgendwie sich privat begegnet. Ja. Als Ihre Arbeit begann, gab es ja noch Zeitzeugen, die auch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Mhm. Und auf dem nächsten Bild sehen wir eine Senioren-Sportgruppe. Mhm. Wie sieht dort die Aktivität aus, die Sie gemeinsam machen? Ich glaube, Sie sind auf der letzten Reihe zu sehen, an der vierten Stelle im blauen T-Shirt. Mhm. Ja, da ist auch eine ganz rege Frau, die dort am Stadtrand von Wolgograd in einem nicht sehr reichen Viertel da Sport für Rentnerinnen anbietet. Und die haben wir auch immer wieder mal unterstützt und immer mal irgendwie Projekte gemacht, dass wir ihnen geholfen haben, Tongeräte zu finanzieren und das so ein bisschen weiter aufzubauen. Ja, und das ist dann so eine Begegnung mit denen gewesen. Und ja, und ich glaube, in den Seniorenclubs hatten wir ja auch schon erwähnt, die hatten wir Anfang 2000 aufgebaut. Ja, und die mittlerweile hat die Stadt Wolgograd gemerkt, dass das was sehr Sinnvolles ist und ist sogar dann hat die dann langfristig auch übernommen, die verschiedenen Seniorenclubs, die wir in den Bezirken mit Unterstützung gegründet haben. Im Jahre 2002 begann ein mobiler Hilfsdienst für ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Was ist die Aufgabe dieses Hilfsdienstes? Ja, und die Stadt Köln, der Rat der Stadt Köln hat 2002 beschlossen, einen Hilfsdienst für ehemalige Zwangsarbeiterinnen in Wolgograd zu errichten und hat uns beauftragt, das verwaltungstechnisch irgendwie zu organisieren. Es gab in den ersten 6 Jahren 130.000 Euro von der Stadt dafür und wir sollten gucken, wie das funktioniert. Wir haben in Wolgograd wurde ein Büro eingerichtet. Wir kannten da schon Sozialarbeiterinnen, die auch teilweise hier in Köln Praktikum mal gemacht haben. Dann ist die eine Sozialarbeiterin ist Geschäftsführerin geworden, dann gibt es noch eine Buchhalterin und 6 Sozialarbeiterinnen sind dort angestellt und die betreuen die ehemaligen Zwangsarbeiterinnen sozial, pflegerisch und medizinisch. Das sind also Menschen, die früher in Deutschland als Kriegsgefangene waren, als Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, davon auch Folgeschäden davongetragen haben und jetzt sozusagen auch mit Unterstützung von der Stadt Köln ein Stück Erleichterung im hohen Alter bekommen. Ja, und zum Teil auch die als Kinder Geborene, ne, die in den Zwangsarbeiterlagern in Deutschland geboren sind. Gibt es auch etliche, ne, die wieder zurück nach Russland gegangen sind. Wir haben noch ein Bild auch dazu. Wer ist hier zu sehen? Ja, das ist links ist Jelena Schatochina, die Geschäftsführerin in Wolgograd und rechts ist eine der Sozialarbeiterinnen. Mit der bin ich damals besucht und mir das angeguckt, wie das läuft. Sie haben das Glück, Russisch zu sprechen. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch im Verein Köln-Wolgograd Menschen, die Deutsch sprechen. Mhm. Ohne Dolmetscherinnen und Dolmetscher kommen Sie aus. Das heißt, Sie können Ihre Arbeit
so machen, ohne dass jemand dazwischen geschaltet ist. Ja, ja, das geht direkt. Also zum Beispiel Jelena Schatochina spricht auch ausgezeichnet Deutsch. Also da, es gibt im Umkreis gibt es wirklich da Menschen, die eben gut Deutsch können und bei uns in unserem Verein eben Leute, die Russisch können. Das ja, ohne ist, Sprache keine Verständigung. Nein, ja, das ist ein großes günstig. Glück, dass es möglich ist. Das nächste Bild hat mich ganz besonders bewegt, nachdem Sie mir erzählt haben, wer hier zu sehen ist. Und ich bitte Sie, dass Sie auch unseren Zuschauerinnen und Zuschauern noch einmal erklären, wer hier zu sehen ist. Links ist Galina Sajina. Sie hat Auschwitz überlebt und ist in einem sowjetischen Waisenhaus aufgewachsen. Und man hat ihr gesagt, sie hat so, ist so eine starke Persönlichkeit, sie durfte dann studieren und sie ist Schulleiterin geworden und hat sich seit 30 Jahren engagiert sie sich eben auch für die Menschen, die in Lagern gewesen, die Lager überlebt haben, Und das ist eine ganz wichtige Person. Ohne sie hätte dieses Hilfsprojekt gar nicht funktionieren können. Und ihre Nachfolgerin ist jetzt rechts, ist Ludmila Sidorina. Vielleicht zu der Finanzierung habe ich noch nichts erzählt, ne? Dass ich das genau. Die Stadt Köln hat am Anfang eben Geld uns gegeben. Das sollte dann dort, wurde das auch angekurbelt und angeleiert, eben das ganze Projekt. Nach 6 Jahren aber wollten sie langsam aussteigen und sie hatten dann nur etwas Geld beigesteuert und dann wurde Gott sei Dank die Stiftung EVZ, Erinnerung, Verantwortung Zukunft gefunden, die dort dann eingestiegen ist und dann die Kosten übernommen hat. 87%, 13 mussten wir über Spenden, immer einbringen. Das ist schon eine ganz wichtige Unterstützung und das ist, sage ich mal, dieses Hilfsprojekt ist unser wichtigstes Projekt. Und dann möchte ich auch sagen, das steht im Moment wirklich auf der Kippe. Die Förderung läuft bis Ende Oktober und dann ist es nicht ganz klar, wie es weiter funktionieren kann. Diese Stiftung sich neu strukturiert hat, sieht das jetzt so aus, dass man in Russland Gelder beantragen kann. Und wenn wir Glück haben, können wir 20.000 Euro so noch erhalten, kann das Hilfsprojekt mit 20. Aber wir benötigen noch mehr. Wir benötigen pro Jahr wirklich 40.000 Euro, damit das Projekt funktioniert. Und jetzt ist auch wieder die Stadt Köln, also ich bin an die Stadt Köln herangetreten und da gibt es jetzt intensive Überlegungen und Gespräche, was da möglich ist. Und ich glaube, jeder Euro dort ist gut angelegt in der deutsch-russischen Freundschaft und Völkerverständigung. Und auch ein Stück der Wiedergutmachung für das, was Deutsche im Zweiten Weltkrieg dem russischen Volk angetan haben. Bei diesem Stichwort fällt mir dieses Buch ein, was im gleichen Jahr, wie diese Arbeit mit den Zwangsarbeiterinnen begonnen hat, entstanden ist. Und die Wolga brannte, Überlebende aus Stalingrad erinnern sich. 50 Zeitzeuginnen und Zeitzeugenberichte. Es ist ein sehr bewegendes Buch. Auch, dass die Menschen sich dieser schmerzhaften Aufgabe gestellt haben, sozusagen ihre Leidensgeschichte aufzuschreiben. Ihr Verein ist der Herausgeber dieses Buches. 319 Seiten für 14,50 Euro zu erwerben, auch bei Ihnen über die Homepage. Und das Besondere ist, dieses Buch ist in Russisch und in Deutsch erschienen und wird in beiden Ländern gelesen, hat auch zweite Auflage jetzt schon erlebt, 2018 auch noch einmal nachgedruckt. Wie war das Echo? Hat das bei den Besuchen, sowohl als die Gäste aus Wolgograd in Köln war oder auch als Sie in Wolgograd waren, haben Sie auch über diese Schicksale der Überlebenden aus Stalingrad gesprochen? Ja, das hat großes Interesse hervorgerufen, das Buch, sowohl in Köln als auch in Wolgograd. In Köln, als das war, glaube ich, im Zusammenhang mit der Wehrmachtsausstellung, kam das irgendwie, war das so fast gleichzeitig, so um 2000 rum, ne? Und es wurden einige auch Zeitzeugen eingeladen und es gab Lesungen in Köln, die dann auch von Schauspielern teilweise auch mit vorgetragen wurden. Und hat wirklich, es gab auch im Spiegel Online eine sehr positive Rezension über dieses Buch. Das hat natürlich auch das befördert. Und in Wolgograd wurde das Buch auch im großen Rahmen präsentiert.
auch von Seiten der Stadt Wolgograd. Und das hat schon sehr viel ausgemacht, weil letztendlich die Zwangsarbeiter sind ja und Zwangsarbeiterinnen wurden ja als Kollaborateure dort angesehen. Und das war schon wichtig, so in der Stadtgesellschaft zu sehen, dass das wertgeschätzt wurde, ne, deren Schicksal. Ich sagte es bereits, von allen Ländern hat Russland den höchsten Blutzoll im Zweiten Weltkrieg gezahlt, rund 27 Millionen Tote. Allein in Wolgograd, der Stadt ihrer Städtepartnerschaft, sind 1,2 Millionen Menschen durch deutsche Gewalt umgekommen. Umgekehrt 250.000 deutsche Soldaten, die dort kämpften, haben fast alle ihr Leben verloren. 6.000 kehrten zurück. Von daher ist das, denke ich, eine ganz besondere Stadt, die Sie zur Städtepartnerschaft sich auch ausgewählt haben und wo Versöhnung und Friedensarbeit grundlegend auch mit Erinnerungsarbeit für mich zu tun hat. Merken Sie, dass durch das Sterben von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges sich die Arbeit verändert? Gibt es andere Themen, gibt es andere Schwerpunkte der Arbeit? Sie machen das jetzt schon über sehr viele Jahre, seit 1989. Also es gibt schon Verschiebungen und wir denken, es ist auch wichtig, eben die Jugend, ne, dass man guckt, dass man auch die Jugend irgendwie anspricht und auch Jugendaustausche befördert und Schüleraustausche. Und das ist, sage ich mal, ein großes Anliegen von uns. Aber letztendlich, sage ich mal, Stalingrad ist immer vorhanden, es ist immer präsent. Oder wenn, ich sage mal, was unsere Mitglieder anbetrifft, es sterben eben auch einige. Aber es kommen auch neue Mitglieder, die ganz viele haben wirklich irgendeine Geschichte mit Stalingrad. Das ist irgendwie so ein Punkt, wo die Menschen andocken. Und das ist jetzt mehrmals auch passiert, als wir dann in Wolgograd waren und wir an dem Friedhof in Rososhka, an dem Soldatenfriedhof waren, wo deutsche und russische Soldaten liegen. Ja, da haben, ich glaube, zwei, drei Mal wurden die Namen gefunden, ne? Wurden die Namen von dem Vater oder von einem Bruder, ne? Und das gefunden, und das ist dann immer doch sehr, ja, sehr bewegend. Ja. Ne? Sie sagten es bereits, Schüleraustausch haben Sie auch organisiert. Wir schauen mal auf das nächste Bild, eine Schulklasse. Das heißt, ab einem gewissen Alter bieten Sie oder haben in der Vergangenheit immer wieder vor Corona auch Begegnungen stattgefunden. Was ist das Mindestalter für die Schülerinnen und Schüler aus Russland und umgekehrt aus Köln? Und wie läuft es? Wo leben die? Wo werden die untergebracht? Braucht es da Dolmetscherinnen und Dolmetscher, wenn denn Schulklassen sich aus Köln Richtung Wolgograd gemacht haben und umgekehrt? Ja, bei mir war das schwerpunktmäßig in den 90er Jahren. Ne? Da waren die Schüleraustausche verbunden mit der großen Euphorie, dass man sich näher kommt. Und das war sehr schön. Aber leider hat das nicht so langen Bestand gehabt. Ne? Und wir unterstützen aber immer Klassen und Schulen, die gerne Schüleraustausche haben. Wir hatten auch schon eine Schule, die hatte auch hatte Schüleraustausch gehabt, und die waren da auch sehr angetan, aber es ist immer dann an Personen gebunden, und da eine Kontinuität hinzubekommen, ist nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, es waren 4 Kölner Schulen, die mitgemacht haben beim Begegnungsprogramm, die dann auch gereist sind. Ja, das war in den 90er Jahren so, ne? Und das war wirklich, ja, das war schon sehr interessant. Wir haben als vorbereitend, haben wir eben so ein bisschen Sprachunterricht, ne, Alltagsfloskelregeln und so Alltagswendungen mit ihnen eingeübt. Ganz wichtig war auch im Grunde, die Eltern zu gewinnen und zu bewegen. Selbst auch damals gab es noch große Ängste und man dachte, Gott, in die Höhle des Löwen und wer weiß, was da ist. Da musste ganz viel aufgeklärt und beruhigt werden. Ja, und wenn die Schüler dann da waren, das war irgendwie, die waren dann immer in Familien untergebracht, und das war unglaublich. Ne? Ich denke, das prägt wahrscheinlich ein ganzes Leben, wenn man solche persönliche Erfahrungen hat. Ja. Wie sind Sie denn ganz praktisch gereist? Wie sind Sie dorthin gekommen, die 3.300 Kilometer? Ja.
Wir meistens sind, ja, eigentlich immer sind wir mit Aeroflot nach Moskau geflogen und dann sind wir mit dem Zug, ganz bewusst also von Moskau nach Wolgograd mit dem Zug gefahren, um im Grunde die Weite des Landes kennenzulernen. Ne? Und das sind nochmal 1000 Kilometer? Das sind 1000 Kilometer in 20 Stunden, also sehr gemach fährt dann der russische Zug durch die Landschaft und das fanden alle auch irgendwie immer ganz toll, um so ein Gefühl für Zeit und Entfernung zu bekommen. Und auch damit die Seele nachkommt, sich auf das Land, die Kultur einzustellen. Ja. Mhm. Auf dem kulturellen Gebiet haben Sie auch einiges bewegt und auf dem nächsten Bild, was ist da zu sehen? Ja, das war eine Begegnung von zwei Jugendzirkussen aus Köln und aus Wolgograd. Dort, wie Sie sehen, ist das in Wolgograd. Und das sind aus Köln und Wolgograd, die haben gemeinsam irgendwie Auftritte eingeübt und vorgeführt. Und das war ganz sehr schön. Und sie waren auch in Köln. Das war ganz sehr, sehr schön, aber es ist immer schwer, wirklich das zu halten. Ne? Ja. Das ist halt auch viel Geld und muss man gucken, wie man das hinbekommt. Wahrscheinlich Fördermittel für die Reisen, für die Unterbringung. Mhm. Aber das heißt, dass wirklich die Hälfte sind der jungen Menschen aus Köln, die andere ist aus Wolgograd. Ja. Und die sind da, ja klar, lernt man sich dann auch ganz anders kennen, begegnet sich, schließt Freundschaften. Mhm. Ich denke, wahrscheinlich gibt es auch Brieffreundschaften, die noch... Ja, oder jetzt läuft das alles elektronisch. Facebook, FaceTime und so weiter. Mhm. Auch auf dem sportlichen Sektor sind Sie unterwegs. Mhm. Es gibt einen Marathon und sowohl in Köln wie auch in Wolgograd? Mhm. Ja, das ist, muss man auch, darf wieder ausgehen. Die Stadt Köln hat das vor 6 Jahren, glaube ich, begonnen. Für alle Partnerstädte so 4 Personen aus der Partnerstadt hier einzuladen und ihnen den Marathonlauf zu finanzieren und einen Empfang im Rathaus und Spaghetti essen. Und wir haben dann eben das direkt mit angefangen und wir betreuen dann die Sportler und machen ein Programm mit ihnen und ja, verbringen die Zeit mit ihnen. Und dann hat sich das jetzt auch ergeben, dass sich gleichzeitig in Köln auch noch auch Leute aus dem Verein, die sind dann auch mitgelaufen. Ne? Die haben dann irgendwie eine Staffel gelaufen und so. Und dann vor 2 Jahren hat sich das auch ergeben, es gibt in Wolgograd einen Marathon, den Siegesmarathon irgendwie zum Tag des Sieges. Und da wurde eine Reise angeboten und da konnten auch Interessenten hinfahren und in Wolgograd mitlaufen. Und das haben dann, glaube ich, 3, 4 Leute haben das gemacht. Ja, und es sollte weiterlaufen, aber da ist jetzt die Pandemie dazwischen gekommen. Nur im letzten Herbst war das so, dass sie dann virtuell das gemacht haben. Ne? Dann haben also die Wolgograder sind dann irgendwie, ich weiß nicht wie, den Köln-Marathon gelaufen und hatten sich angemeldet und die Kölner auch und das hat funktioniert. Und sind dann aber in ihrer jeweiligen Heimatstadt gelaufen. Ja. Aber trotzdem die Verbindung und darum geht es ja letztendlich, ja. Sich begegnen, Vertrauen aufbauen, Feindbilder abbauen. Das sieht man auch nochmal auf den nächsten Fotos. Das hat ja doch einen ganz schön offiziellen Charakter, wenn dann sozusagen im Rathaus einer Millionenstadt die deutsche und die russische Flagge ist. Man sieht sie hier rechts. Mit wem? Wer ist dann noch auf dem Bild zu sehen? Ja, das war ein stellvertretender Bürgermeister. Ja, irgendwie Bestandteil unserer Reisen ist dann immer, dass wir im Rathaus empfangen werden. Und dort ist es noch relativ offiziell. Ne? Das ist schon eine Weile her. Ich glaube, das war 2014. Also es ist, wie soll ich sagen, am Anfang war es immer noch etwas steif, aber doch sehr, sehr erwünscht. Ne? Und man sieht auf dem nächsten Foto nochmal die ganzen Delegationsgruppen. Ja, das war die Gruppe mit unseren Dolmetscherinnen und unseren russischen Bekannten dort und dann den Vertretern der Stadt. Wissen Sie eigentlich, ob aus den ersten Jahren auch noch Menschen, die in Deutschland am Krieg teilgenommen hatten, auch in Russland Feldzug waren, gesagt haben so, und jetzt begebe ich mich auf die Reise? Hat es sowas gegeben? Das hat es gegeben am Anfang, ja, das hat es. Und dann hat es auch Veteranentreffen gegeben und sowas. Ne? Also muss ganz bewegend gewesen sein. Das heißt, Veteranen beider Seiten haben sich über ihre Kriegserlebnisse ausgetauscht. Ja. Mhm. Spannend. Mhm. Das nächste Foto, hier geht es gemütlicher zu, mit Wein auf dem Glas,
wissen Sie noch, wo das entstanden war? Ja, das ist so immer am Ende unserer Begegnungsreise, dass wir bedanken uns dann bei den bei unseren Freunden und Gästen über die, wie toll sie uns versorgt haben und was sie uns alles gezeigt haben. Und danach laden wir sie immer aufs Schiff ein und feiern dann so gemeinsam unseren Abschied. Hier sieht man auch nochmal ein Gruppenfoto. Ja, das war, glaube ich, 2016. Genau. Da ist der, man kann das nicht direkt erkennen, aber da merkt man, es wird so langsam lockerer irgendwie in der Wolgograder Stadtverwaltung. Man ist nicht mehr, hat nicht mehr so ein Podium, von dem man aus miteinander redet, sondern saßen da alle am Tisch und wurden alle gefragt und wer was erzählen wollte, konnte was erzählen. Also es wird langsam, es löste sich so langsam, so diese Formalität löste sich so langsam auf. 2018 waren Sie auch noch mal dort. Mhm. Das war auch das Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, wo Wolgograd, glaube ich, auch Spielstätte war und viele internationale Gäste damals nach Russland gekommen waren. Besonders gefallen hat mir das letzte Bild. Ich bin ja selbst Rheinländer in Worms geboren und hier sieht man, dass der Köln-Karneval irgendwie nach Wolgograd geschwappt ist mit roten Nasen. Genau, das ist jetzt also eigentlich die Verabschiedung in Wolgograd von die uns dort also betreut haben, die verabschieden uns und das als Souvenir sind dann die einige Clownsnasen in Wolgograd geblieben. Das heißt, Gäste aus Deutschland hatten diese Nasen mitgenommen und dann den Freundinnen und Bekannten der Städtepartnerschaft geschenkt zum Abschied. Mhm. Wir schauen uns jetzt noch mal vom Film von Herrn Schumann ein paar Ausschnitte an, wo man sieht die Feuerwache, ihre Renovierung und auch wie viel junges Leben, pulsierendes Leben es in Wolgograd gibt, einer Stadt, die genauso zerstört war wie Köln. Die Feuerwache, die aus dem Jahre 1897 stammt und in der Schlacht von Stalingrad völlig zerstört wurde, inzwischen aber restauriert worden ist. Wohnhäuser in der Leninstraße. Der Eindruck, dass Wolgograd eine junge Stadt ist, bestätigt sich in den unterschiedlichsten Situationen. Freundlich sind die jungen Leute, wie dieses Paar mit seinem 4 Monate alten Baby. Sie interessieren sich für unsere Filmarbeit und wollen wissen, woher wir kommen. Beide seien beim Theater beschäftigt, erzählen sie uns. Das wird Danja. Im Komsomolzenpark ein Hochzeitspaar, noch ohne Baby, das sein Vermählungsglück offenbar auf besondere Weise für sich und die Nachwelt erhalten möchte. Wir filmen mit, was den frisch Verheirateten zusätzlich Spaß zu machen scheint. Sie führen in Deutschland auch Veranstaltungen mit anderen Organisationen zu den deutsch-russischen Beziehungen durch. Was ist da bei Ihnen geplant? Was steht noch aus? Wie sind da derzeit Ihre Pläne? Ja, weil im Grunde die Situation so brisant ist zwischen Deutschland und Russland, haben wir gemerkt, das ist irgendwie das allein dorthin fahren und so, das reicht irgendwie nicht aus, sondern man muss irgendwie gucken, wie man hier Menschen noch ansprechen kann und irgendwie eine Art Gegenöffentlichkeit, gegen ich weiß nicht, das, was in Politik und Medien abläuft, irgendwie herzustellen. Und das sind jetzt also mehrere Gruppen in Köln, haben sich seit 2017, machen wir einmal im Jahr eine größere Veranstaltung. Das ist also von Verdi, dann Friedensforum, Friedensbildungswerk, eine Kirche, Lutherkirche, die Volkshochschule Köln. Ja, und unser Verein, wir organisieren immer so eine Veranstaltung zentral in der Volkshochschule. Und haben also den Matthias Platzek hatten wir schon einmal eingeladen und dann 2019 war Fritz Pleitgen da mit anderen Leuten. Mit Tausch hat er eben über die Medien, über die Rolle der Medien irgendwo da diskutiert. Ja, und jetzt wollen wir Frau Krone-Schmalz einladen, aber die Pandemie hat es verhindert. Der nächste Termin, an dem sie kommen sollte, wird im November sein und wir hoffen, dass das dann auch funktioniert. Das Buch von Gabriele Krone-Schmalz nicht kennt Eiszeit. Es wurde auch schon mal hier in meiner Sendung gesprochen, zusammen mit Frank Ferenczky. Ein sehr, sehr lesenswertes Buch. Gerade in diesen Spannungszeiten finde ich so wichtig, auch mal die
den Versuch zu wagen, in die Schuhe des anderen zu steigen, weil ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung überhaupt für Frieden. Als letzten Abschnitt aus dem Film von Herrn Schumann möchte ich jetzt nochmal einspielen die Arbeit eines Kölner Künstlers, der eine Stele in Wolgograd gestaltet, errichtet hat und wie das gegenseitige Gedenken um die Getöteten, sowohl die deutschen wie die russischen Soldaten, die ihr Leben gelassen haben, heute in diesen Zeiten begangen wird. Mit zwei Kleinbussen fahren wir nach Rasoschka, dem Soldatenfriedhof etwa 40 Kilometer westlich von Wolgograd. Links und rechts der Straße Steppe, im Jahre 1942 Schlachtfeld großer Militärverbände. Das Dorf Rasoschka wurde dabei völlig zerstört. Auf seinem Gelände liegt heute der Soldatenfriedhof, der einen russischen und einen deutschen Teil hat. Jeweils die ältesten bzw. die jüngsten Mitglieder der Delegation des Städtepartnerschaftsvereins Köln-Wolgograd, Jürgen Hetmann und Marie May Johann, an der Gedenkstätte für die russischen Soldaten. Das Ehrenmal ist eine Frauengestalt aus Stein, die mit ihren Händen über dem Kopf eine Glocke hält. Die Glocke ohne Klöppel. Stumm. Ada Gerschitsch und Thomas Sittlau tragen das Blumengesteck zum Ehrenmal für die deutschen Soldaten. Hier ist die Gedenkstätte der identifizierten deutschen gefallenen Soldaten. Mit 50.000 Namen auf dieser langen Mauer. Ort der Erinnerung an Angst, Verzweiflung, Schmerzen und Tod. Daneben 104.000 Namen von vermissten deutschen Soldaten, eingraviert in 107 Granitblöcke. Jetzt liegt gerade hinter uns der 8. Mai. In Russland wird der 9. Mai gefeiert als Tag der Befreiung. Aber ein wichtiges Datum, denke ich, ist der 22. Juni. Was wird von Ihrer Seite, gibt es Planungen, 80 Jahre Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion? Also auch auf der Veranstaltung zum 8. Mai haben wir auch schon deutlich darauf hingewiesen, weil wir denken, auch gerade in diesem Jahr muss man auch den 8. Mai besonders nochmal berücksichtigen. Da muss man darauf eingehen. Tag der Befreiung, wie Richard von Weizsäcker gesagt hat, Befreiung vom Faschismus. Ja. Und am 22. Juni haben wir jetzt verabredet und wir hoffen, dass das klappt mit dem NS-Dokumentationszentrum Köln. Zeigen wir einen Film über die sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland. Das ist ein ganz interessanter Dokumentarfilm, der heißt Keine Kameraden. Die Regisseurin ist Beate Lehr und sie wird auch da sein zu dieser Filmvorführung. Und das Besondere an diesem Film ist, der ist im Grunde tabuisiert. Ne? Sie hat sich, der sollte vom ZDF irgendwie gezeigt werden und der ist verschwunden. Und im Grunde auch sie wird dann nochmal diese Geschichte, dieses, was alles mit diesem Film ist, dann darüber berichten. Und es ist eigentlich, ich finde, es ist ein Unding, ne, dass das heute immer noch sein kann. Ne? Kein Frieden ohne Erinnerung und sich stellen und damit letztendlich auch die Hand wieder neu zur Versöhnung auszustrecken. Ich möchte zum Schluss nochmal hinweisen. Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Wolgograd. Sie können die Arbeit, die wir heute auch besprochen haben, der Unterstützung für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter unterstützen. Ich möchte nochmal sehr werben für dieses Buch und die Wolga Brandte. Herausgeber ist der Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Köln-Wolgograd. Hier sehen Sie auch, wo Sie es zu beziehen können. Die Kontaktdaten, wenn Sie im Raum Köln sind, wo trifft sich der Verein, wann sind die Treffen? Die Kontaktdaten von Ihnen. Man kann gerne Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Und hier zum Schluss nochmal das schöne Bild Köln-Wolgograd. Es war für mich eine sehr ermutigende Sendung, weil seit 1989 Sie zeigen, es ist möglich, die,
die Hand auszustrecken. Und sie wird auch auf der anderen Seite ergriffen nach all dem, was gegenseitig sich Menschen angetan haben. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass so wie Städt- und Gemeindepartnerschaften die deutsch-französische Freundschaft begründet haben, dass ohne das deutsch-französische Jugendwerk wir niemals das Verhältnis zu unseren Nachbarn Frankreich, drei Kriege in einem Jahrhundert, dass ohne diese ganzen Beziehungsarbeiten es nicht möglich wäre, in Frieden zu leben. Und ich wünsche, dass zu den 95 deutsch-russischen Partnerschaften noch ganz viele dazukommen, dass sie weiterhin Menschen finden, die diese Arbeit weitertragen. Danke Ihnen für Ihre Arbeit als Vorsitzende des Vereins Köln-Wolgograd. Und ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie dabei waren. Möchte aber vorher noch mal ausdrücklich meinen Dank sagen für die Arbeit, die geleistet wird von Ihrem Verein. Und würde mich freuen, wenn auch Sie diese Arbeit unterstützen, sofern Sie entweder im Raum Köln sind oder auch finanziell, weil ich es für eine sehr, sehr wichtige Friedensarbeit halte. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Friedensfragen mit Clemens Ronnefeld.